Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, es ist eine Weile her. Es waren jetzt über 2 Jahre seit dem letzten Video. Es ist über 1 Jahr seit dem letzten Stream. Und ich gebe euch gleich mal folgenden Rat mit. Dieses Video wird meine Stimme beinhalten, dieses Video wird eine leichte Hintergrundmusik beinhalten und das war's dann auch schon. Das heißt, ihr könnt dieses Video in den Tab irgendwo hinlegen und bei den Updates zuhören. Die Update-Reihenfolge wird folgendermaßen sein. Zum nächsten Mal ein bisschen Persönliches, damit ihr wisst, warum, wieso, weshalb. Danach League of Legends. Warum, wieso, weshalb. Und dann, was ich daraus für Konsequenzen gezogen habe. Es hat sich einiges verändert. Ich bin seit einem Monat eigentlich fast schon wieder da. Aber ich habe halt erstmal im Hintergrund gebastelt, ne? Man macht halt so seine Dinge. Was ist bei mir passiert? Und warum war ich so lange weg? Viele Faktoren. Sei es jetzt ein Umzug hier oder da, wo ich am Ende des Tages akzeptieren musste, dass das Internet nicht so gut war, wie ich es mir gewünscht habe, dass Angaben fehlerhaft waren, Anbieter einen beschissen haben und ich eigentlich froh sein konnte, wenn WhatsApp, Telegram, Discord oder sonstige Nachrichtendienste überhaupt funktioniert haben. Wenn du 5 Sekunden brauchst, um Google zu öffnen und es nicht an deinem Rechner liegt, sondern am Internet, Steinzeit, absolute Steinzeit. Dazu, neben dem Hin und Her und dies und das, ging auch die Gesundheit ein klein bisschen in Flöten, nicht nur die körperliche, sondern auch die mentale. Das ist alles wieder in Ordnung, keine Sorge, macht euch keine Sorgen. Ja? Aber es gehört zur Story dazu. Dann habe ich ein bisschen mehr Arbeit übernommen in meinem Job, habe ein bisschen mehr Verantwortung übernommen und da auch am Rande ehrenamtliche Aufgaben mit reingenommen. Und das frisst natürlich alles Zeit. Und wenn du neben dem ein oder anderen Umzug oder auch kritischen Lebenssituationen wohnlich gesehen unterwegs bist und auf der anderen Seite viel zu tun hast und sowieso nicht das Internet dafür hast, dann geht Gaming irgendwo flöten. Dann geht auch Content Creation ein bisschen flöten. Brauchst du keine Videos machen, wenn du weißt, dass du das einen ganzen Tag lang hochladen musst. Das hatte ich ganz zu Beginn von YouTube. Habe ich in meiner Studentenbutze Videos hochgeladen, das musste ich morgen starten und am nächsten Morgen war es oben, weil der Upload da... Aber gut, Vergangenheit. Es haben sich viele Dinge getan, aber inzwischen kann ich sagen, ich habe nicht nur gutes Internet, sondern ich habe auch einen guten Rechner und ich kann jetzt den Content machen, den ich machen möchte. Ich bin technisch dazu in der Lage, das so zu machen, wie ich will. Ich habe mich in dieser Zeit aber auch um einiges verändert und ihr werdet mich nicht mehr so erleben, dass ich, ja, ich sage jetzt mal die netten Worte finde, sondern es sind auch häufig die klaren, direkten, manchmal auch bösen Worte dabei, wo ich sage, hey du, lass den Scheiß, so geht es nicht. Ja, du nervst mich, also lass das. Und wenn dem dann nicht die Folge kommt, dann kommt die Konsequenz, ne? Taten haben Konsequenzen. Little Miss Fortune an der Sache, wer es nicht gespielt hat, ein mega gutes Spiel, spielt das Ding. Taten haben Konsequenzen. Was habe ich für Konsequenzen für mich mitgenommen? Nun, ich habe Gaming privat betrieben, ich habe ein paar Dinge vom Xbox Game Pass gespielt, ich habe meine Long Dark Sessions zum Winter hin gespielt, ich habe auch ein bisschen League of Legends gespielt, ich habe vor kurzem mir Diablo geholt, bevor ich eine Zahn-OP hatte. Und dann ein paar Wochen flach lag. Also ich habe, ja, Gaming war schon da. Aber für mich privat. Und das hat mir auch gut geholfen, mal ein bisschen so über den Tellerrand zu blicken. Und nicht mehr nur League of Legends zu sehen. Und vielleicht war dieser Abstand zu diesem Spiel genau das Wichtige. Genau das, was ich gebraucht habe. Ja. Das war jetzt mehr oder weniger der private Teil. Kommen wir zu League of Legends und ich sag es jetzt gleich vorweg. Ich werde viel kritisieren. Ich werde viele Finger auf viele Wunden legen. Ich habe 10 Finger. 10 Wunden. Nein, so ist es nicht. Aber letzten Endes werde ich viele Dinge benennen, die mich extrem gestört haben, weswegen ich League of Legends nur noch als Casual Gamer betrachte und auch nur noch als Casual Gamer spiele. Dementsprechend sage ich gleich vorweg, wer nur wegen League of Legends hier war, es wird hier kaum 1%
Content League of Legends wird es hier vielleicht noch geben. Maybe, I don't know. Kann sein. Weiß ich jetzt noch nicht. Aktuell auf gar keinen Fall. Und wer nur dafür da war, es war eine schöne Reise mit euch. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Dass ich es noch anhören möchte, gerne. Aber ja, das ist der Stand. Kein League mehr. Auch wenn dieser Kanal so groß geworden ist. Denn ursprünglich habe ich League of Legends, beziehungsweise diesen Kanal mit League of Legends gefüllt, um Leuten in der Supportrolle zu helfen. Damit ihr da draußen besser werdet. Damit ihr Mechaniken versteht. Damit ihr eure Elo erreichen könnt, die ihr erreichen wollt. Oder wenn ihr keine Elo erreichen wollt, einfach nur mehr Spaß am Spiel haben könnt. Das Problem ist leider, dass das war der Grundgedanke. Doch inzwischen ist, ja, ich will euch immer noch helfen. Das ist gar nicht das Thema. Aber inzwischen glaube ich, dass ich euch mehr helfen kann mit direkten Worten. Manchmal einfach so ein bisschen wachrütteln. Ne? Ein bisschen an die Schulter nehmen und so lange schütteln, bis das Kind... Nein, stopp, das ist eine ganz andere Sache. Lassen wir. Nicht witzig. Nicht witzig. Nein. Es gibt in der League of Legends Community ein paar Erwartungshaltungen. Und dabei greife ich jetzt mal kurz einen Kommentar auf, den ich mehr oder weniger vor einem halben Jahr bekommen habe. Es gibt ein Video, wenn ihr auf die neulichen Videos guckt, dann gibt es das als Supporter die Lane gewinnen. Da gibt es einen Kommentar, ich breche ihn mal kurz runter, der praktisch sagt, irgendwie empfinde ich das hier als Clickbait. Ich habe nicht gelernt, wie ich als Supporter die Lane carry. Ich muss als Spieler die Fehler der Gegner ausnutzen, das könnte ja schon ein Kalenderspruch werden. Ja, also, er ist mit der Erwartung reingegangen, dass er durch dieses Video absolut alles carryen kann, ab jetzt climbt er. Dass das nur eine Mechanik von 200-300 rausgepickt hat und dass ich die näher bringen wollte, dass es nur ein kleiner scheiß Baustein war, den ich in diesem Video euch näher bringen wollte, damit ihr das integriert in euer Gameplay und dadurch vielleicht besser werdet. Erwartungshaltung. Erwartungshaltung war einfach dermaßen weit weg von dem, was die Realität ist. Und leider spiegelt sich das für mich immer wieder oder hat sich auch immer wieder gespiegelt. Und auch jetzt noch in Gesprächen mit dem einen oder anderen Spieler, dadurch, dass ich jetzt wieder da bin, passiert das häufiger, ist einfach, dass man ganz gerne versucht zu sagen, ja, die anderen und das ist unfair und das ist gemein und so weiter. Man hat verlernt, ein Spiel als Spiel zu sehen, das einen kompetitiven Charakter hat. Da kann man versuchen, in einer bestimmten Richtung sich zu verbessern, stärker zu werden etc. Aber auf der einen Schiene, auf der Grundschiene, ist es ein Spiel, in dem man Spaß haben sollte. Und wenn man Spaß an etwas hat, dann verbessert man sich im Normalfall automatisch. Außer man ist ein bisschen masochistisch veranlagt, rennt gerne in Bria Ultimates und lässt sich komplett niederschneiden. Habe ich am Donnerstag übrigens erlebt. Ich habe mit einer Freundin League of Legends gespielt. Ja, ich spiele noch League. Das ist ja gar nicht das Thema. Ja, privat, ab und zu hier eine Runde, hauptsächlich Aram. Und nach diesem Tag mit Bria hatte ich keinen Bock mehr auf League. Warum sollte ich mir etwas antun? Ich habe sowieso nur Normals gespielt. Und mich da dermaßen bücken müssen und hernehmen müssen lassen von einem Champion, der gerade released wurde, den die Leute natürlich eigentlich erstmal kennenlernen sollten. PBE und andere Videos. Nee. Es gibt von der League of Legends Community einfach leider immer diese Erwartungshaltung, dass ein Video reicht, ein neuer Item-Build reicht, ein neuer Champion reicht, dies reicht, das reicht, damit man seine Wunsch-Elo erreichen kann. Und wenn das nicht passiert, dann sind dermaßen viele negative Emotionen damit dabei. Das ist schon echt erschreckend. Das ist erschreckend. Und dieser eine Spieler, der sich unfassbar aufregt, der raged wegen irgendwas. Ich wollte immer sagen, ja, das ist eine Ausnahme. Den siehst du nie wieder. Das ist einer unter 100 etc. Das Prinzip von Stichproben ist wahrscheinlich den meisten von euch bekannt. Stichprobe heißt, du nimmst zufälligerweise eine Probe aus einem Sammelbecken raus, guckst dir das an und weißt dann, oh ja, hier ist alles in Ordnung oder oh nein, hier müssen wir was gucken. Eine Stichprobe sollte eigentlich nur mal so einen Zufallsding geben. Jetzt habe ich aber, und ich korrigiert mich da gerne, wenn bei euch die Erfahrungen anders sind, das Gefühl, dass du in League of Legends diese Stichprobe
die existiert ja nicht umsonst. Diese negativen Spieler, diese negativen Faktoren, die sind immer da. Und wenn du auch ein schlechtes Spiel hast, dann könnte man das noch abtun, wenn 4 oder 5 gute Spiele folgen würden. Aber zum einen bleiben den Menschen natürlich immer die negativen Erfahrungen stärker im Gedächtnis, weil grundsätzlicherweise möchte man aus Fehlern lernen. Das hat man von klein weg so mitbekommen. Ich habe was falsch gemacht, also möchte ich es jetzt richtig machen. So, also was Negatives möchte ich jetzt zu was Positivem verwandeln. League of Legends bietet dir aber in vielen Fällen nicht die Möglichkeit, das zu entwickeln. Du hast eine negative Erfahrung, du gehst nochmal ins Spiel und willst jetzt eine positive Erfahrung. Du willst es jetzt besser machen. Du willst vielleicht nett mit dem Spieler reden, wenn du ein guter Typ bist, wenn du die Mentalität dafür hast. Aber wenn deine Mentalität irgendwann runtergeht, dann spielst du auch schlecht. Da kannst du sagen, was du willst, wenn du negative Emotionen hast, wenn dein Kopf voll ist, wenn du krank bist, wenn du schläfrig bist. All das zehrt an deiner Optimalleistung. Das ist schön, dass manch einer glaubt, es ist anders, aber dann ist er halt einfach nicht ehrlich zu sich. Jedenfalls habe ich einfach gemerkt, es ist gut, dass ich Menschen da draußen geholfen habe mit League of Legends und ich konnte dem einen oder anderen seinen Wunsch-Elo ermöglichen, klingt falsch, aber ich habe die Leute auf dem Weg begleitet. Und damit bin ich zufrieden. Ich habe ein bisschen was Gutes getan. Man kann nicht jeden retten, wie man so schön sagt. Ich habe getan, was ich konnte und bin damit eigentlich fein. League of Legends wird aber auf diesem Kanal so mit Educational und so weiter und so fort nicht mehr geben. Warum nicht? Was hat sich in League of Legends getan? Was hat sich denn entwickelt? Was ist neu? Was ist, ne? Und da wird der eine oder andere sagen, ja, die Drachen und die Drachenseele, der Chemtech-Drache, hier der neue Champion, die Mythic-Items verschwinden jetzt? Glaube ich, weiß ich nicht ganz genau. Ich informiere mich auch nicht. Ne? Das Thema ist, am Ende des Tages hast du ein bisschen Feenglitzer. Und der sieht unfassbar gut aus, dieser Feenglitzer. In Form von einer neuen Map, in Form von einem neuen Drachen, in Form von Jungle-Änderungen, in Form von einem neuen Champion. Es glitzert und ist neu und ist fancy und ist super. Aber schon nach ein paar Wochen, weil man spielt ja doch dann relativ viel, weil man will ja immer dabei bleiben. Es ist ja ein Service-Game. Du hast ständig Änderungen. Du musst ständig dabei bleiben, weil ansonsten wirst du abgehängt. Verwandelt sich dieser neue Champion nach 2-3 Wochen so zu einem Einheitsbrei, der grau ist wie die Masse zuvor. Es verändert sich leider nicht so viel, dass ich sagen würde, wow, oh wow und das wow und dies wow. Ich habe ein paar dieser Erlebnisse, wenn ich mein Aram spiele. Ich habe zuletzt Swain. Swain wurde in der Ultimate und in der Ranzi-Mechanik wurde der ein bisschen verändert. Ne? Und es ist für mich dann so ein kleiner, cooler Moment, wo ich dann merke, ach ja, da hat sich was verändert. Da muss ich ein bisschen umdenken und das ist dann was Neues. Ja. Aber für jemanden, der das halt so permanent spielt, ist das nichts Neues und kein Wow-Effekt. Ne? Ich hoffe, ihr könnt mir soweit noch folgen. Warum soll ich denn jetzt irgendwie Videos machen zu einem Content, wo ich selber das Gefühl habe, der verändert sich nicht? Der entwickelt sich nicht weiter. Wir haben jetzt bald 3 Splits pro Jahr, pro Season, pro, ne? Dieses Jahr waren schon 2 Splits im Ranked. Man hat immer gesagt, Ranked braucht mehr Anreiz, damit die Leute mehr spielen, damit die nicht nur ihre 10 Einrenkungen machen am Anfang der Season und dann nie wieder spielen, weil dann sind sie ja eh schon über Gold und kriegen eh ihren Victorious Skin. Was ist jetzt? Ich muss 5 Einrankungen machen. Rankungen. Und dann muss ich auf der anderen Seite noch 80 Liga-Punkte oder was immer erreichen. Und dann habe ich den Skin. Okay. Es ist jetzt besser als das System davor? Ja klar, weil man mehr bekommen kann. Eieiei. Was ist jetzt mein Anreiz, um weiter Ranked zu spielen? Um mich in der Elo, in meinem Ranking zu verbessern? Eigentlich nur der persönliche Anreiz, weil, boah, wer wegen Chromas da reingeht und sammelt, der hat eine extreme Leidenschaft für dieses Spiel. Will ich nicht sagen, dass der irgendwo falsch abgebogen ist in seinem Leben? Nee, jeder darf das machen, wo er Bock drauf hat. Das ist gar kein Thema. Er kann gerne versuchen, Emerald, Platin, whatever zu erreichen, damit der seine extra Chromas für den Skin bekommt. Weil ihm das wichtig ist und wenn einem was wichtig ist, dann ist das okay, dafür Zeit zu nutzen. Ist ein Hobby, wie auch immer, ist alles fein.
Nur ist es mal auf die breite Masse gesehen kein logischer Anreiz, dass man sagt, ich möchte jetzt mehr Ranked spielen. Nee, ist es. Also, nee. Wenn das für euch irgendwo da so draußen ist, gut, okay. Schreibt mir das gerne, dann können wir darüber reden. Ich sehe das eben aber ganz klar so, dass es sich leider nicht groß verändert hat. Ich gucke gerade auf meinen Zettel, ich glaube, das war der Leak-Block. Ja, ihr merkt schon, das Spiel holt mich nicht mehr ab. Es ist ein Zeitvertreib für ein Aram, wo ich Spaß haben kann. Aber ich bin davon weg, dass ich mich damit rumärgere. Das ist ein Knicken. Was sind denn meine persönlichen Konsequenzen jetzt daraus? Nun, wie gesagt, League-Content wird es nicht mehr geben. Was es bei mir hier aber geben wird, ist jede Menge Gaming-Content. Ich habe jetzt schon im... Also es kann durchaus sein, dass sich dieser Kanal hier zu einem Let's Play-Kanal verwandelt. Dass ich alle League of Legends-Video in eine Playlist packe. Zack, hier oben League of Legends. Denn da sind immer noch gute Videos drin. Die haben die Grundlagen drin, diese Videos. Das kann man nutzen mit diesen Videos und Sturheit und klarem Befolgen der Mechaniken, nicht der Champions oder der Item Builds. Nur die Mechaniken hast du die Grundlagen, um es zu schaffen. Wo auch immer du hin willst. Aber hier wird sich's weiter verändern. Hier wird es alle möglichen Spiele geben. Ich habe jetzt im Stream bereits Cult of the Lamb gespielt, Metroidvania, Hack and Slay, Prügelspiel mit ein klein bisschen Dorfsimulation nebendran. Wer es kennt, wird sagen, oh ja, ich sage euch, es gibt neue Content-Updates, könnt ihr mal wieder spielen. Ist ganz cool, wenn ihr das zu Release gespielt habt, weil genau so habe ich es gemacht. Ich habe das Spiel zu Release gekauft, habe es gespielt, war happy damit. Es waren schöne 20 Stunden Entertainment. Und jetzt im Stream das Ganze nochmal. Also es hat sich mega gelohnt. Ich hatte meinen Spaß. Jetzt ist leider zu Ende ist. Ich hatte mir noch ein bisschen mehr erhofft, aber ich glaube, das kommt noch. Whatever. Sowas wird es hier auf dem Kanal geben. Es wird Let's Plays geben. Denn letzten Endes spiele ich gerne. Ich spiele gerne viel. Ich mache mir gerne Gedanken zu den Spielen. Und dann kommt es einfach durch. Das ganze YouTube-Game, das wir hier haben. Ich sag ja immer so schön, das YouTube-Game, das Twitch-Game etc. Ich möchte eigentlich meinen Kanal so weiterführen, wie ich ihn auch nutzen würde. Das heißt folgendes, es kommt durchaus vor, dass ich ein Let's Play bei jemandem sehe und mir denke, oh ja, cool, da bleibe ich dran, ja, da gucke ich das täglich, weil ich vielleicht auch nur täglich meine halbe Stunde Zeit habe, dass ich das verfolge oder vielleicht auch zum Schlafen gehen, dass ich es noch anmache und dann läuft halt einfach diese Folge. Es kommt aber durchaus auch vor, dass ich gewisse Let's Plays mal einfach im Hintergrund komplett laufen lasse. Ich bin tatsächlich ein extremer Fan von Longplays, weil ich das Gefühl habe, dass Longplays in meiner Mediennutzung gut passt. Ich gucke meine Dinge am PC an. Wenn ich dann vom PC auf den Fernseher swappe, dann gehe ich da in YouTube rein und ich gucke das Video da weiter, wo ich war. Ich bin ja nicht an das Ding gebunden, sondern ich habe meinen Account und logge mich irgendwo anders ein und gucke weiter. Ich fahre zu Freunden, mit manchen teilt man Leidenschaften und dann guckt man irgendwo weiter, wo man eben jemandem was zeigen will. Na, also ich bin Fan von Longplays und ich werde die Spiele, die ich auf Twitch spiele, nehme ich auf, teilweise, nicht alle, und dann werde ich daraus Longplays erstellen, ich werde daraus einzelne Videos erstellen, folgenmäßig. Und natürlich, witzige Momente kann man sich ja auch mehr oder weniger hier und da gönnen. Das wird es vielleicht auch geben, aber das steht erstmal noch in den Sternen. Ich möchte auf jeden Fall beide Schienen betrachten, die ich selber nutze. Die Longplays und die episodenweisen Let's Plays. Auf Twitch dementsprechend kommt das Ganze dann auch. Manche Dinge mache ich vielleicht auch privat, nehme die so auf, alles fein. Der Twitch-Kanal, den findet ihr jetzt unten in der Beschreibung. Könnte dazukommen, es wird entspannte Spiele geben, es wird eine breite Varietät von Spielen geben, es wird sowohl Horror dabei sein, ich bin für alles offen, ne? Shooter, Rennspiele, naja, Sportspiele, weiß ich nicht, kann sein, muss aber nicht, aber ansonsten bin ich, ja, ne, also, nee. Mit der Zeit wird man schon merken, was für einen Vibe ich habe an Spielen, was cool ist und ich bin eigentlich auch offen für immer wieder mal neue Sachen. Vielleicht guckt man manchmal auch einfach nur ein paar Stunden in ein Spiel rein.
Why not? Man muss nicht immer ständig alle Spiele komplett durchspielen. Ja, Railway Empire. War eine schöne Zeit. Ich hab's nicht durchgespielt. Nicht alle Missionen. Und warum auch? Ich hatte Spaß mit dem Spiel lang genug, dass ich sagen kann, okay, passt für mich. Ein neues Spiel wartet auf mich. Diablo 4. Mal abgesehen davon, was man von dem Spiel hält. Es gibt ein Maximallevel, Level 100. Mein höchster Charakter hängt irgendwo knappe 70. Weil ich entweder nicht die Zeit, Lust oder sonst was hatte, aber wenn ich spiele, ist es ein netter Zeitvertreib und ich habe Spaß. Und darauf will ich hinaus. Gaming ist für mich eine Art Safe Place, aber ich möchte auch in Zukunft mehr Menschen da drumherum sammeln und gucken, dass man halt eine schöne Zeit haben kann, dass man halt sich über Spiele austauschen kann. Oh, ich weiß, dass es da draußen mehr als genug Communities gibt, aber maybe findet ihr halt bei mir das, was ihr sucht. Kann sein. Wenn nicht, dann war es auch schön. Ja? Dementsprechend gibt es aber insgesamt auch ein neues Discord. Das alte Discord war komplett um League of Legends aufgebaut. Das alte Discord war ein Sammelsurium an Ideen. Und ich bin auch hier mal wieder ehrlich mit euch. Ich hoffe, ihr merkt, dass das der neue Vibe ist. Klar und direkt, ne? Sagen, was Sache ist. Das alte Discord hat ein Zuschauer mitgeführt, Winter Sword, der liebe Nick, der jetzt auch in der Richtung des E-Sports tätig ist. Geiler Typ. Muss man ihm lassen, Hobby zum Beruf zu machen, ist etwas, das kann nicht jeder von sich behaupten. Kann man stolz drauf sein. Aber dadurch, dass er meinen Discord hauptsächlich betreut hat, habe ich persönlich da dann den Anschluss verloren. Wir haben uns natürlich ausgetauscht und hey, machen wir das so oder so und dies und das. Aber er ist da wesentlich aktiver geworden, er ist da wesentlich schneller irgendwo abgebogen. Und maybe bin ich zu alt dafür oder ich bin nicht genug drinnen, aber am bestimmten Punkt musste ich mir eingestehen, dass ich mich damit mal neu beschäftigen muss. Und dementsprechend gibt es ein neues Discord. Lotitos Lagerfeuer. Den Link, wie gesagt, unten. Deswegen gibt es auch da oben Lagerfeuer, by the way. Ja, das ist der neue Vibe. Schön, entspannt, Lagerfeuer, gemütlich, Sommer, nee und so. Das ist die Richtung. Das ist mein inneres Feuer. Ah, oh Gott, immer diese spontanen Witze. Ah, Gott. Nee, also das ist die Richtung. Und dafür musste ich aber selber dieses Discord aufbauen, selber ranziehen mit ein paar Ideen. Und wer da Bock drauf hat, vielleicht auch ein bisschen das Ganze mitzugestalten mit ein paar Ideen. Es ist Raum für alles. Man kann über alles reden. Manche Dinge passieren dann, manche passieren nicht. Das war das Update-Video. I don't know. Das alte Discord. Wer da noch drauf ist, ist mal jetzt noch so der letzte Aufruf. Ich glaube, ihr habt es gerade gesehen, aber ist nicht schlimm. Das sind alte Thumbnails. Das alte Discord existiert noch. Das wird jetzt in zwei Wochen lösche ich das dann. Wer da noch irgendwas nachgucken möchte oder sonst irgendwas, so lange bleibt es dann noch, aber dann ist auch Sense. Draufkommen könnt ihr sowieso nicht mehr. Schon seit Anfang dieses Jahres nicht mehr. Danke fürs Zuhören. Wer mich auf meinem Weg weiter begleiten möchte, es ist jeder herzlich willkommen. Ich glaube, ihr wisst jetzt, in welche Richtung es gehen wird. Wer nur League of Legends spielt und das auch weiterhin so und ja, etc. Es gibt da draußen genug Communities für euch. Ihr werdet euren Weg finden. Ich bedanke mich für eure Zeit, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Zielen, euren Spielen, bei euren Rage-Momenten und hoffe, dass sie nicht allzu schlimm sind. Wir sehen uns dann entweder in einem Let's Play, auf dem Discord oder eben im Twitch-Stream. Danke euch. Ciao, ciao.